So Leute, es ist soweit. Ramattra ist da und dementsprechend wollen wir uns natürlich auch seine Cosmetics anschauen, wie wir das bei jedem neuen Helden im Grunde genommen machen. Und Ramattra kommt grundsätzlich erstmal mit 9 Skins daher. So haben wir auf der einen Seite seinen Standard-Skin, den haben wir schon in diversen Videos gesehen, dazu seinen Stab. Und was ich auch ganz cool finde, dass die Nemesis vor mir drin ist, weil das zeigt uns ein bisschen, dass potenziell künftig auch coole Änderungen hier zum Vorschein kommen. Bei Bob haben wir das ja zum Beispiel mit Ash auch genauso. So, dann haben wir den reisenden Mönch. Das ist sein Legendary Skin. Ich würde davon ausgehen, wenn das mittlerweile nicht sogar schon klar ist, dass diese Version wahrscheinlich im Shop landen wird. So als Einsteigerpaket für den Helden. Das war ja mit Kiriko und mit Sojourn auch so. Ich finde, die Version sieht absolut, also die Nemesis-Form sieht absolut fantastisch aus, während ich die normale Version fast langweilig finde, aber Nemesis-Form sieht wild aus. Hinzu kommt aber der Wandermönch und dieser Skin, jetzt, ich hoffe, ich liege nicht komplett falsch, aber ich glaube, diesen Skin bekommt man dadurch, dass man auf Twitch zuschaut, in der Zeit vom Release bis irgendwann Mitte Dezember oder sowas. Das heißt, den bekommt man komplett kostenlos, einfach nur fürs Zuschauen. Ist optisch vielleicht ein bisschen weniger imposant, einfach von den Farben her würde ich fast sagen, als diese Version. Ich glaube, mit dieser Version hätte man vielleicht mehr Leute ja angezogen auf Twitch zu schauen. Ich weiß es nicht, aber letztendlich ja ist solide, ne? Ist halt so mehr Richtung Monk. Was natürlich komplett insane ist, ist sein Poseidon Skin, also der Battle Pass Skin. Wir sehen den ja hier auch, also der ist halt einfach Next Level, ne? Der ist einfach nur Next Level. Anders kann ich das nicht sagen. Alles an diesem Skin liebe ich einfach. Also, wenn das nicht ein Grund ist, den Battle Pass bis Stufe 20 zu grinden und gerade wenn sich diese Version. Guckt euch mal diese Tentakel alleine an. Das ist ja komplett durch einfach, ne? Es ist komplett weird. Also, gut weird, aber einfach nur wild. Also, einfach nur wild. Du siehst nicht mal hier diese ganzen, also du siehst hier ein bisschen Tentakel, aber wenn er sich dann ausfährt, siehst du hier auch noch so Muschelteile und so. Ach, das sieht so gut aus. Gut, dann haben wir einen epischen Skin, der heißt Tüfteln. Finde ich tatsächlich auch relativ gut. Ist zwar nur ein Epic, aber, also ich bin ehrlich, ich finde den hier gerade mit seiner Nemesis-Form, finde ich deutlich besser als hier, den Wandermönch. Also vielleicht meine Meinung, aber ja, in meinen Augen deutlich genialer. Und dazu natürlich der Battle Pass Skin, den haben wir wahrscheinlich beim Battle Pass Video schon gesehen. Den finde ich auch einen absoluten Volltreffer. Also richtig, richtig geil einfach. Auch hier die Nemesis Form, so schön mit dem Gold hier dran. Oh, das sieht einfach crazy gut aus. Also wirklich. Dann haben wir noch natürlich seine normalen, seine seltenen Skins. Die sind jetzt nicht unbedingt was Besonderes. Das hat so ein bisschen so einen Skeleton-Look, finde ich aber auch ganz fancy. Dann einfach noch so ein bisschen Farbe mit dran. Also, alles in allem, wer sich erinnert, bei Sojourn und bei der Junker Queen habe ich damals sehr hart rumgemeckert über die Skins. Hier bin ich durch die Bank weg eigentlich ziemlich zufrieden, was Blizzard hier gemacht hat. Also, Entschuldigung, hier muss ich auch noch die Farbvarianten zeigen. Entschuldigung, sonst wird sich irgendwann in den Kommentaren am Ende noch beschweren, dass die fehlen. Das sieht zum Beispiel ganz cool aus eigentlich. Das sieht auch wild aus mit dem, mit dem Lila. Ja, okay, gehen wir weiter. Kommen wir zu den Emotes. Hier haben wir mal seinen Standard-Emote. Dann haben wir das hier, ein Fokussieren. Auch sehr schön. Wir haben Lachen. Okay, wir haben leeren Beschleuniger. Sehr cool. Oha, das ist wild. Provozieren. Okay. Der hat richtig Bock. Und wir haben den Dreizack. Und ich bin mir relativ sicher, Dreizack wird ziemlich cool aussehen. Warte mal. Wenn wir Poseidon ausrüsten. Ja, das sieht halt wild gut aus, oder? Eieieiei. Ich würde sagen, für den Rest wechseln wir trotzdem auf den Standard-Skin zurück, aber das ist schon wild. So, dann Souvenire. Wir gucken uns zumindest einmal seine Animation an. Der Rest ist ja fast nebensächlich, weil das ja eh alles die gleichen sind. Okay, die Animation ist ganz cool. Und der Punkt, also sein Waffentalisman hängt da. Ja, ist okay. In bessere Position als bei vielen anderen Sachen, die ich gesehen habe.
Wie auch der 3, zack, mal dran. So, okay, machen wir weiter mit Siegesposen. Wir haben einmal heroisch, wir haben auf Abwägen, wir haben die Nemesis-Form und wir haben triumphal. Ja, das glaube ich, das ist mein Winner persönlich. So, hören wir uns die Voicelines an. Deine Arroganz wird dich teuer zu stehen kommen. Wer uns ignoriert, erlebt eine böse Überraschung. Bitter süß, aber passend. Ich weiß, was du da tust. Wir werden kämpfen wie Tiere, die in die Enge gedrängt wurden. Ich kämpfe nicht für mich. Das habe ich noch nie. Wenn du zauderst, bin ich sofort zur Stelle. Du hast meine Aufmerksamkeit. Nur die Gnädigen verdienen Gnade. Sie werden sich uns in den Weg stellen und sie werden versagen. Wir können nicht scheitern, wenn wir gemeinsam kämpfen. Die Gerechtigkeit ist grausam. Sie verlangt Opfer. Okay, ja, ist ganz nett. So, gucken wir uns noch kurz seine Sprays an. Jetzt hoffe ich, ich finde die so schnell. Das ist immer das Hauptproblem. Hier oben sind sie, glaube ich. Oh, hier, guck mal hier. Stare-Down oder mentaler Stare-Down zwischen vielleicht Zenyatta und Ramattra. Dann haben wir das. Ja. Das ist cool. Also safe Zenyatta. Allein, also das ist Zenyatta. Das hier nicht, ist nicht Zenyatta. Oder vielleicht Mondata könnte das sein. Aber das hier ist, das ist Zenyatta allein aufgrund der Hose. Also die beiden zusammen trainiert haben sie. Oh, ich hab gerade geredet wie Yoda, ne? So, dann haben wir, das ist schön. Oh, hier gibt's mit Sicherheit ein Ying zu. Oder ist das das Ying und das andere ist das Yang? Ihr wisst, was ich meine. Ja, die sind cool tatsächlich. Und ich bin mir fast sicher, andere müssen wir mal gucken. Okay, ja, die sind nice. So, was haben wir noch? Highlight-Intros. Ja. Gehen wir dahin. Da beginnen hoffentlich die coolen. Okay, das haben wir schon mal gesehen tatsächlich in dem Gameplay-Trailer. Finde ich auch immer noch wild. Sehr cool. Und Transformation. Das haben wir auch schon gesehen. Also wir haben beide tatsächlich schon in Trailern gesehen. Das ist mir nicht aufgefallen, dass es seine Highlight-Intros sein könnten. Tatsächlich wäre eine extra Animation. So, und abschließend dann noch seine Goldwaffe. Die sieht so aus. Ich kann die hier in meiner Preview-Version ausrüsten. Das heißt, ich habe euch die vielleicht auch schon mal in-game gezeigt in einem Video. Finde ich nice auf jeden Fall. Ja, alles in allem, ich bin positiv angetan von den Cosmetics, die Ramattra hat. Deutlich besser als Cosmetics von den anderen drei neuen Helden, die wir gesehen haben. Und das ist ein guter Anfang tatsächlich.